Brasilianer, die ganze Welt, alle sind am Malochen, alles Malochen, sieht die Muffe wund, wer kriegt Burnout? Wir Deutschen. Das ist doch nicht, das ist doch unfair. Hörst du ja jetzt an jeder Ecke. Burnout, Burnout. Jeder hat's. Wer es noch nicht hat, besorgst dir. Ist total Burnout. Überall hörst du nur noch Burnout. Ich habe gedacht, woher kenne ich das Burnout? Woher kenne ich das Burnout? Was war das denn? Und dann fiel es mir ein, Burnout und Bianca. Die Mäusepolizei. Ja, hier. Und da habe ich es mal nachgeschlagen bei Google. Burnout ist ja ein Erschöpfungssyndrom. Ein körperliches und geistiges Erschöpfungssyndrom. Und da habe ich gedacht, das hatte ich auch schon mal. Mit 15, als ich meinen ersten Playboy gekauft habe. Morgens 5:30. Auch körperlich. Da ging nichts mehr. Den Otto-Katalog habe ich eine Woche nicht mehr angepackt. Das ging ja nichts mehr. Aber Burnout betrifft alle möglichen Berufsgruppen. Das darfst du auch nicht vergessen. Burnout, wer alles Burnout hat. Popgruppen, Sänger. Sänger haben Burnout. Guckst du an hier in Berlin, Rosenstolz. Burnout, die eine von den beiden Sängerinnen. Ausgebrannt, die mit den kurzen Haaren, genau. Es ist 50 Auftritte im Jahr, das fällt keiner aus, das hältst du nicht durch. Es kriegen Berufsgruppen Burnout, da kommst du nicht drauf. Lehrer kriegen Burnout. Wie geht das? Diese verdammte Pausenaufsicht. Die macht dich fertig. Oder es gibt sogar Bademeister, es gibt Bademeister mit Burnout. Es sieht immer so schön aus, wie er da steht, der Bademeister. Mit seiner Lockenfrisur, mit seiner blauen Brille. Das sieht toll aus, aber wer weiß denn wirklich, was da tief unten im Becken los ist. Freitagsmittags, du hast alle Filter sauber. Du bist der Chef an der Schippe. Du bist endlich wieder ein richtiger Bademeister. Das Becken ist wie neu. Zack, da fahren noch mal zwei Reisebusse vor. So eine richtige Rentnerarmada. So richtige Achselhaartanker. Ziehen in Ruhe ihre Bahn im Schwimmerbecken und werfen in aller Ruhe ihr Winterfell ab. Welcome to Alpaca Island. Das ist